Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 855 und wie üblich stehen wir vor der ersten Mod. So sieht's aus. Hier sehen wir es, ein Überladewagen. Ein Überladewagen, der an erster Irre führt. Ich gehe davon aus, dass es ein Überladewagen ist, weil er nämlich unter Anhänger steht. Deswegen also nicht wundern, wenn ihr da nichts findet oder so. Steht unter Anhänger. Ja, man sieht hier Anschlussgeschichten und sowas sind gemacht. Man sieht auch hier die Verkabelungen unten durch. Führen auch hier hinten an die passenden Anschlüsse ran. Ne? Hier sieht man auch die passenden Hebel, um Sachen zu bedienen. Hier oben gehen die Anschlüsse wieder hoch. Also das ist alles schon mal sehr gut gemacht. Bis zu 45 km/h, hat schöne Reflektorenscheiben, Platten dran. Und man sieht hier ein bisschen die Nietengeschichte und sowas. Hier unten auch das leicht metallische. Felgen sind hier in dunkel gehalten, Reifen sehen gut aus. Das sieht nicht unbedingt aus wie der neueste Lack, aber vielleicht ist es auch so gedacht, dass es gar nicht so aussehen soll wie der neueste Lack. Also soweit eigentlich schon mal ganz okay. Ich hüpfe mal eine Runde rein. Jetzt fahren wir mal das Rohr aus. Ne, da seht ihr, da geht das Ganze dann hin. Ich kann das Rohr jetzt, ne, deswegen mache ich die Hilfe mal an, auch bewegen. Ne, also wie ihr seht, mit der Links-Rechts-Bewegung der Maus kann ich auch mit der linken Maustaste gedrückt, die das bewegen, und ich kann mit der rechten Maustaste, wenn ich die gedrückt halte, die Höhe bestimmen, was natürlich schon ganz praktisch ist, je nachdem, was für ein Fahrzeug ich das Ganze dann überlade. Ne, wenn ich jetzt sage, das Ganze überladen, dann passiert sonst so weiter nichts. Ihr seht, das ist hier ein geschlossenes System. Ne? So, wir fahren das Rohr wieder rein. So, ich muss wahrscheinlich erstmal das beenden. So. Und das Rohr wieder ran. So sieht das Ganze aus. So, ja, ich würde sagen, Licht funktioniert hier hinten dran auch. Ich mache mal die Hilfe aus. Ich springe mal aus dem guten Fahrzeug raus. Und wir gucken das Ganze mal im Shop an. Also wie gesagt, wenn ich mich nicht täusche, dürfen wir es jetzt hier unter Anhänger finden. Genau, da haben wir es auch. Es läuft unter ZSK 15B. 20.000 kostet das gute Stück. Ist dafür gedacht, die Futtergeschichten und die Düngegeschichten zu überladen. Deswegen seht ihr hier die beiden Sachen noch für Hühner und Co. Und hier seht ihr noch Schweinefutter. Da seht ihr Düngergeschichten, Kalkgeschichten und Saatgut. Das ist halt das, was überladen werden soll. 15.000 Liter ist sonst so weiter keine Einstellung zu machen. Für den Überladewagen ist 15.000 Liter für 20.000 mehr als okay. Wenn man das mich jetzt mit dem richtigen Ladewagen vergleicht. Hier haben wir 19.000 Liter für 38. Das ist schon eine andere Größe. Entschuldigung für die Räusperei, aber das ist halt so. Ne? Da muss man halt durch. So. Ja. So sieht das Ganze aus. Das wäre Mod Nummer 1. Echt frisch im Hals, fürchterlich. Und willkommen zur nächsten Mod. Und da stehen wir auch schon. Eine Mod, bei der ich selber Fragen habe, sozusagen. Also wir haben jetzt erstmal hier einen schönen Hänger. Ne? Hänger das schon. Einen schönen Volvo LKW. Sieht sehr gut aus. Ne? Kann nichts anderes sagen. Schöner Kipper dran, alles was dazu gehört. Im Set soll normalerweise auch ein Tandem 2X-Hänger dahinter sein. Aber auf gut Deutsch, ich finde ihn nicht. Also ich bin die ganzen Rubriken durchgegangen, habe auch geguckt, läuft unter Meiler das Ganze dann, ja, und auch, ne, und da oben stehen ja auch, ne, Schilder dran und auch unter andere Hersteller oder sowas habe ich den nicht gefunden. Wenn ihr da irgendwelche Tipps oder Ideen zu habt, dann schreibt das liebend gerne im Kommentarbereich. Auch die ganzen Reflektorengeschichten und sowas sind alles schön gemacht, ne. Ich habe jetzt also jetzt nicht deswegen ihn sozusagen nicht genommen, ne. Ihr seht selber hier, er sieht sehr gut aus, auch wenn wir in den Innenbereich gucken. Ne, wir haben hier schön so eine Kühlbox und allem drum und dran. Wenn wir das zweite Mal durchdrücken, dann sind wir sogar auf der Beifahrerseite am Sitzen. Ne, also das läuft in dem Sinne. Ich würde sagen, ich zeige euch mal den Kippvorgang. So. Ne, seht ihr hinten, die Klappe geht langsam auf. Da ist jetzt nicht irgendwie extra Hydraulik dran oder so. So.
Ganze wieder runter. So, kleine Unterbrechung durchs Real Life. Ja, also wie gesagt, ihr habt gesehen, Kippfunktion funktioniert. Ich mache das nochmal hier. So, ihr seht auch, in der gleichen Geschwindigkeit geht es auch wieder runter. Weil ich glaube, da war jetzt gerade ein kleiner Schnitt gewesen. Ja, auch hier rundum leuchten, funktionieren hier einmal frei. Sieht auch sehr gut aus. Ne? Und wir haben hier auch die Lichtvarianten in mehreren Stufen zuzuschalten. Ne? Hier hätten sich auch die Lichter an der Seite. Ne? Also schon mal sehr schön gemacht. Wir haben auch die Blinkergeschichten, die funktionieren. Also wie gesagt, sehr schöne Geschichte. Auch von den Texturen her eigentlich sehr gelungen. Ne? Schönes Gerät. Ich würde sagen, da bleibt nur noch zu sagen, dass wenn ich in den Innenraum bin und hier mit dem Licht arbeite, ich hier keine Reaktion habe. Das muss man so sagen. Aber ich finde auch die Volvo-Taste und sowas witzig. Ne? Wenn ich den Ganzen anmache, ihr seht eine Zeigerreaktion auf den Motor. Die haben wir dementsprechend. Ne? Sonst sieht das Ganze gut aus. Wenn ich jetzt hier reingehe, seht ihr, dass da ein, zwei Funktionen dabei sind. Ne? Wenn wir jetzt hier wieder rausgehen. So. Dann seht ihr selber, wir können die Klappe hinten komplett alles runter machen, um ihn dann in der Form auch zu beladen, weil wir haben auch die Möglichkeit hier, wie ihr seht, Spanngurte dann zu setzen. Ne? Wenn ich das Ganze wieder hoch mache, da ist leider keine Beschriftung vernünftig drin, aber in dem Sinne finde ich, ist das Ganze schon so ganz okay. Und warum das jetzt hier hinten wieder gerade runterfährt, ja, das ist halt ne? Ja, eine andere Geschichte. Wir können die Abkippseiten dementsprechend dann dadurch bestimmen, ne? Wie er das jetzt macht, wenn ich das so drücke, dann seht ihr selber, ne? Dann geht hier an der Seite die Klappe auf. Also wie gesagt, da sind schon sehr viele Möglichkeiten da. Ja, er selber irritiert im Shop deswegen schon, weil wir haben ihn unter erstmal Fahrzeuge, also nicht unter Fahrzeuge an sich, sondern unter Werkzeuge und dann unter Diverses stehen. Ne? Er kann aber alles transportieren, was so üblich ist. Die Höchstgeschwindigkeit hier, weiß ich nicht, ob die so realistisch ist. Die 500, die wir drauf gesehen haben als Typenbezahlungsstand wohl für die 500 PS. Und 32.000 Liter kann er dementsprechend so nehmen. Er kostet 138.000. Wenn wir drauf geben, haben wir hier noch die Möglichkeit, Farbgeschichten und sowas zu ändern. Wir können ihn auch schön in Rot machen. Die Treppen und Stufengeschichten und sowas, die bleiben alle so in der Farbe. So, dann würde ich sagen, wir drehen einmal eine Runde mit ihm. Das ist ja das, was noch überbleibt. Dann seht ihr, dass man auch mit dem überall gegenfahren kann, wie ich jetzt gerade bewiesen habe. Aber noch zu sehen, auch schön, dass er vorne zwei gelenkte Achsen hat. Ja? Ja, da habe ich eine Sache vergessen. Rückfahrleuchten sind an, Bremsleuchten gibt es auch. Ne? Also das funktioniert hier beides. Ja, finde ich sehr schön gemacht. Ne? Aber wo der Tandem ist, ich weiß es nicht. Ne? So, dann kommen wir zur nächsten Geschichte. Das hier ist, wie ihr seht, Deutz-Fahr. Ne? Agroton. Und ihr seht hier verschiedene Typenbezeichnungen drauf. Da steht natürlich immer für die Motorgröße. Wir haben einmal den 6-Zylinder und den 4-Zylinder. Der ist jetzt hier im Spiel. Also ich selber habe keinen Unterschied feststellen können. Vom Motorsound her ist der gleich. Aber man sieht, dass der 4-Zylinder, das ist nämlich der vor mir steht, einen bedeutend kürzeren Radstand hat, weil vorne der Bereich, ne, der Motorblockbereich einfach kürzer ist. Und hier der Radstand auch kürzer ist insgesamt. Auch für den 4er so vorgesehen. Ne? Hier habe ich mal nichts dran gemacht und das ist das alte Deutz-Grün sozusagen, oder ein Alt-Deutz-Grün, sagen wir es so. Und hier habe ich mal alles dran gemacht, da seht ihr, dass der die Fronthydraulik, dass die Frontladergeschichte und sowas, dass das alles hier dran ist. Und dass sowas auch alles einzustellen ist. So, ich hüpfe an den hier jetzt rein, so als Beispielgerät. Wir gehen hier mal auf die Hilfe und dann seht ihr, wir haben eine IC-Steuerung, die sehen wir dann gleich drinnen. Und ich mache jetzt erstmal hier den Lichttest. So, da seht ihr, das funktioniert alles einwandfrei. Rundum leuchten. Ich glaube, die sind, ich weiß nicht, ob die jetzt von innen umzuschalten waren oder. Ja, da gab es jetzt keine extra Taste für. Die rundum leuchten, dass sie funktionieren, kann ich so nicht zeigen, sondern erst dann, wenn ich das Licht anmache, Motor anmache.
dann kann ich sie auch wieder ausmachen, sonst funktionieren sie nicht. Ja? Sonst texturenmäßig sieht das alles ganz okay aus. Der hat jetzt hier die Straßenbereifung, der hat jetzt die Feldbereifung drauf. Ne? Das ist eigentlich alles ganz okay. Ja, was soll ich sagen? Wir hüpfen eine Runde rein. Sehen, wenn ich hier Licht anmache, passiert so viel nicht. Wenn ich den Motor anmache, dann haben wir die verschiedenen Lichtfunktionen auch. Ne? Da seht ihr, dann kommt der Lichtpart auch dazu. Wenn ich das wieder ausmache, verblasst das Display ein bisschen. So, wenn wir jetzt hier auf die IC-Steuerung gehen, dann seht ihr selber, wir können hier einmal die Dachklappe aufmachen. Ne? Hier auf dem Griff seht ihr, können wir die Tür aufmachen. Muss man halt genau gucken, wo das Ganze ist. Wir haben auch die Möglichkeit, das vordere Fenster aufzumachen. Und wir haben hier auch eine sitzende Variante. Das ist einfach nur das Durchleuchtet da. So, und von denen hier habe ich jetzt... Ich gucke gerade, für die Leuchten sehe ich hier keinen Knopf oder ich bin blind. Da ist auf der anderen Seite einer, der für beide gilt. Aha, das ist das Sonnenrollo, das geht auch. Ich finde jetzt gerade für die Rundumleuchten keinen Knopf. Wenn ihr irgendwo da einen gefunden habt oder sowas, dann schreibt das lieben gerne in den Kommentarbereich rein. Ich sehe hier gerade so leider keinen. So, Tür habe ich wieder zugemacht. Alles andere kann ich ruhig auflassen. Es steht in der Testfahrt nichts im Wege. Wenn ich wieder rausgehe, dann passiert dieses hier. Ne? Wir gucken uns das Ganze mal im Shop an, damit ich hier nicht vergesse hier. Und da seht ihr die beiden Varianten. Ne? Kosten beide 31.000. Einer ist der Sechszylinder, ist einfach der mit dem längeren, mit dem größeren Radstand und die Achsenabstand und hier dementsprechend die Kurzversion. Wenn wir draufgehen an sich, die Einstellungen sind sonst leicht. Das ist halt das andere Grün, was ich draußen gezeigt habe, das bisschen blassere. Und es geht hier auch in den Felgen. Wir können hier entweder einen Gewichtsträger dazu nehmen mit verschiedenen Gewichtsklassen. Ne, seht ihr selber, das Ganze geht dann bis zu 1100 Kilogramm. Und wir haben dann wieder die Dreipunktaufnahme, ne, mit den verschiedenen Varianten. Wir haben Trelleborg, Michelin und Nokian am Start. Ne? Kleine Reifen, große Reifen mit Radgewichte, ne? Breitreifen. Ne? So seht ihr bis hin zu Fliegebereifung, alt und neu ist dementsprechend alles da. Rundumleuchten, ja oder nein, links, rechts könnt ihr natürlich dann auch bestimmen, das ist einzeln zu setzen oder beides. Und Motorgrößen sind wir zwischen 100, 105 und 125 PS. Frontbau haben wir hier die Standardvariante, die Alloy-Konsole oder halt Hauer. Da sind auch verschiedene Möglichkeiten da. Wenn wir jetzt hier nochmal gucken, dürften hier die Einstellungen gleich sein. Nur, dass wir hier von 88 PS auf 95 PS auf 100 PS hochgehen können. Und das war es dann dementsprechend. Also er geht dann in Anführungsstrichen als Vierzylinder nur bis 100 PS. So, das war dieses. Ja, wie gesagt, vom Motorsound beide gleich. Ihr könnt die gerne ausprobieren. Könnt ihr sagen, ob ihr einen Unterschied findet. Ich habe keinen gefunden. Deswegen werde ich jetzt auch nur mit dem einen hier einmal eine Runde drehen. Ja, Bremsleuchten gehen, Rückfahrleuchten haben wir nicht. Aber es ist okay, da kann man eindeutig mit leben. Sonst funktioniert er einmal frei. Ne? Ja, so sieht's aus. So, dann kommen wir mal zur letzten Mod für heute. So schnell geht's. Da sind wir schon wieder. Und wir sind beim Hersteller Deutz. Ne? Diesmal nur die reine. Luftgekühlt steht drauf. Schön hier ein bisschen mit... Design gemacht, auch der Motorbereich. Hier vorne haben wir Gewichtsgeschichten davor. Ihr seht eine Frontladervariante. Ich habe die Variante hier gewählt mit Kabine. Ne? Die kann man die Seitenteile hier auch aufmachen, wie ihr seht. Ich habe hier also verschiedene Möglichkeiten schon auf das Fahrzeug zuzugreifen. Aber ich kann Licht anmachen, so. Weil wir haben hier, wie ihr seht, auch eine Simple IC-Steuerung. So, ja, Lichttest zuerst. Licht funktioniert schon mal. Vorne, hinten ist ein einziges Licht. Wir haben den Blinkerpart vorne und hinten. Ne, der sieht aus, als wenn er von anderen Fahrzeugen übernommen worden ist. Ne, aber will ich keine Unterstellung angehen, aber es sieht halt ähnlich aus. So, dann haben wir hier den Innenbereich. Der sieht eigentlich ganz okay aus. Auch hier mit den grafischen Darstellungen, hier wie die
das Ganze festgemacht ist. Wie gesagt, das ist der Part, den Seitenpart abzunehmen. Hier kann man die Schürzen unten abnehmen. Das sieht alles soweit schon mal gut aus. Mehr Sachen sehe ich jetzt hier so auf Anhieb nicht. Falls ich was übersehen habe, wie gesagt, gerne in den Kommentarbereich schreiben. So, ja, innen lichttechnisch passiert hier nichts, wenn ich was mache. Wenn ich den Motor anmache, dann haben wir eine kleine Reaktion hier in den Leuchten beim Anmachen. Und wir sehen auch, dass hier auch eine Beleuchtungsreaktion in den Schaltern da ist und auch hier im Zeiger da ist, wenn wir das Ganze machen. Ne? Also das ist schon mal ganz cool gemacht. Den Motorsound, den gönne ich jetzt euch nochmal von außen dementsprechend, wenn wir ihn anmachen. Aber bevor ich das mache, gehen wir auch hier auf den Shop. Gehen ganz ans Ende fast. Da haben wir es. Das ist der Deutz F3L514. 12.000 kostet er. 50 PS hat er. Und ihr seht selber, wir können hier Auspuffgeschichten nach oben, ne, nach hinten legen. Wir haben halt die Möglichkeit, Frontgewichte ranzusetzen, den Frontanbau ranzusetzen, was ich ja getan hatte. Ne? Da seht ihr auch das mit Hydraulikgeschichten und sowas. Wir haben hier eine Sitzbank, die wir extra setzen können. Wir können den Bügel setzen, Bügel und Sitzbank. Oder halt das Fritzmeier-Verdeck. Und wenn wir noch ein Stückchen runter gehen, dann seht ihr hier auch noch, dass wir die Reifenvariante auch wählen können. Ne? Ackerkrallen und so. Ich habe nämlich dann die Variante mit den Speichen gewählt. Auch die Felgenfarbe lässt sich noch auf ein altes, auf eine alte Variante dementsprechend drehen, je nachdem, wie man sie haben möchte. Ne? Das kann man auch auf grün setzen. Und dann seht ihr, wirkt er noch etwas klassischer, wie er dann eh schon ist. Ne? Dann sind wir bei 13.250 für eine 50 PS Variante. So, ja. Ich würde sagen, wir drehen mal eine Runde, dass ihr den Motorsound hier auch gehört habt. Ja, Bremsleuchten gehen. Ne, Bremse funktioniert doch relativ verzögert, das ist aber auch okay. Rückfahrleuchten oder sowas hat er jetzt in dem Sinne so nicht. Ne? Aber funktioniert sonst einwandfrei. So, ja, was soll ich sagen? Mit dem Blick auf diese Fahrzeuge hier, ahnt ihr es jetzt bestimmt. Genau, wir sind am Ende der ganzen Geschichte für heute. So schnell geht's. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen. Abo wäre natürlich spitzenmäßig. Und einen passenden Daumen. Ne? Also, wie gesagt, schaut euch die ganze Geschichte nochmal in Ruhe an. Vielleicht findet ihr ja heraus, erstmal, ob es einen Motorunterschied gibt oder ob es dementsprechend ihr den Tandem noch irgendwo findet, weil ich habe ihn tatsächlich nicht gefunden. Ja, dann nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und für die Unterstützung und bis morgen.